So, Leute, wir haben ein neues Deck vor uns. Goblins. Goblins sind Tier 1 zum Zeitpunkt der Aufnahme. Also für euch wahrscheinlich irgendwie fast einen Monat her. Ist ein geiles Deck. Gucken wir mal rein. Goblins sehen nicht mehr aus wie Goblins. Goblins sehen ganz anders aus, denn sie sind jetzt Stompy. Mit Stickern. Und die haben wir hier. Wir haben hier ganz, ganz viele Sticker. Ich habe hier mal gerade die Proxys rausgeholt, die ich manchmal nutze, gerade im Casual. Und ja, das sind die Sticker, die ich nutze, wenn ihr die Sticker haben wollt. Das sind, glaube ich, die Sticker, die ich aktuell nutze. Könnt ihr ganz kurz anhalten oder in der Deckliste unten schauen. Das hier ist ein Fun Blast, also Mind Goblin, weil ich ihn Mind Goblin nennen kann, weil online heißt er überall Mind Goblin. Delusionary ist die einzige mit 6. Es gibt ein paar mit 5, die habe ich drin. Und dann mit 4, also 4 Vokale und so weiter und so fort. Wofür die brauchen, die Leute, die es nicht wissen, werden es herausfinden. Sticker sind nämlich ein Legacy Playable. Aber bevor wir da hinkommen, gucken wir uns, wie immer, die Landbase an. Cavern of Souls, 4 Stück. Cavern of Souls, das gute Land für Tribals. Wir sagen an Goblin. Und es können Goblins nicht gekontert werden, die mit Mana bezahlt werden, die aus Cavern of Souls benutzt werden. Sehr, sehr mächtige Karte gegen Blau. Eine der Gründe, warum das Deck funktioniert. Dann haben wir 4, 5, 6, 7 Mountains. Falls jemand mal wissen wollte, was ein Mountain macht, also so ein Basic Land, hier habt ihr die Chance. Dann 4 Ancient Tombs. Tappen für 2 Mana und 2 Damage kriegen. Super, super, super mächtige Karte und super wichtige Karte für uns. Denn wir müssen ganz schnell ganz 4 Mana machen. Dann 3 City of Traders. Ich spiele aktuell nur 3 City of Traders, weil ich die vierte echt zu viel fand und lieber noch einen Mountain mehr gespielt habe, ehrlich gesagt, weil manchmal fehlt einem rotes Mana und das ist sehr unangenehm in dem Deck, wenn einem rotes Mana fehlt. Dazu, ich weiß nicht, ob ich es bei den Ländern packen soll oder bei den Spells. Shatter Skull Smashing. Können wir reinbringen für 3 Leben als Land oder wir können es spielen für 2 rote und X, können wir bis zu 2 Kreaturen X Schaden zufügen. Wenn X 6 ist, können wir doppelt so viel Damage machen. Ja, ist ein Land und gleichzeitig ein Spell, den wir benutzen können für, wer hätte es gedacht, in Stompy Decks vollkommen normal, Krummox. Krummox, 0 Mana Artefakt, wir können halt eine Karte reinimprinten, die Non-Artefakt und Non-Land ist. Und dann macht das Ding Mana für in der Farbe, die wir machen. Das heißt, wir können, weil diese Karte vorne rauf kein Land ist, können wir die da reinimprinten für rotes Mana. Oder wir können uns überlegen, ob wir sie als normales Land spielen. Das ist so einer der Hauptgründe, warum diese Karte in diesem Deck ist. Mehr Mana macht uns auch der Xeomin Spirit Guide, die nächste Karte. Xeomin Spirit Guide, Dramana 2-2, können aus der Hand removen, um rotes Mana zu bekommen. Sehr wichtige Karte, sehr gute Karte. Vor allem, weil wir halt hier eine Karte haben, die auch normalerweise auch mal gehardcastet werden kann, auch wenn es kein Goblin ist. Das ist unsere Mana-Basis. 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8. Die Hälfte des Decks ist Mana und Fast Mana. Was wir damit machen, ist großartig. Wir beschwören mächtige Kreaturen, weil wir haben nur Kreaturen drin. Und da können wir starten mit dem Skurk Prospector. Skurk Prospector ist nämlich so ein kleiner Hybrid. Der ist eine Kreatur und der ist Mana. Am Skurk Prospector kann man opfern, irgendeinen Goblin opfern für ein rotes Mana. Habe ich ganz oft schon benutzt. Erste Runde Mountain, Skurk Prospector. Zweite Runde irgendwie noch ein Mountain. Opfer den Skurk Prospector, spielen einen 3-Mana-Goblin. Das ist so der Sinn und der Deal hinter diesem Goblin. Er fliegt ganz, ganz oft raus. Er ist die Sideboard-Karte Nummer 1, die ich aus-Sideboarde. Und dementsprechend, manche Leute spielen in dem Slot Chalice of the Void. Könnt ihr euch auch überlegen. Wenn ihr lieber Chalice of the Void im Mainboard haben wollt, spielt da Chalice of the Void drin in dem Slot. Ich mache den Skurk Prospector. Dann haben wir die weirde Karte. Goblin. 3 Mana, 2-2. Wenn er ins Spielfeld kommt, kriegt er einen Name-Sticker. Und er kriegt rotes Mana für jedes A-E-E-O-U-Y. Also in dem Sticker. Nicht das O-I, was er im Goblin schon hat, sondern nur in dem Sticker. Ihr erinnert euch, ich habe sie euch gezeigt. Das sind zum Beispiel die Sticker. Das wird am Anfang des Spiels gemischt. Ich habe die besten Sleeves gefunden, oder? Werden die gemischt. Es werden 3 random ausgesucht. Und wenn ich den jetzt spiele, kann ich entscheiden, welchen Sticker ich nehmen würde. In diesem Fall würde ich wahrscheinlich Delusionary nehmen, weil er gibt 6 Mana. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass ich sage, okay, ich nehme Guacamole. Dann ist es der Guacamole Goblin, der gibt 4 Mana. Oder ich nehme den Mind Goblin, dann gibt er halt nur 1 Mana. Kann man sich überlegen, wie viel Mana man braucht. Meistens versucht man 5 oder 6 hinzubekommen, denn das ist gut. Mana ist in dem Deck wirklich gut.
Und ja, auch hier Scourge Prospector Turn 1, Mind Goblin Turn 2 für 6 Mana into Big Daddy. Ist gut. Und wenn ich mit Big Daddy meine, ist Muxos Goblin Grenadier. Ne, Grandy. 6 Mana, 4-4. Wenn ein Spielfeld kommt, gucken wir die obersten 6 Karten an, beziehungsweise zeigen sie offen vor. Nehmen alle Goblins mit Mana-Kosten von 5 oder weniger davon und spielen sie ins Feld. Der Rest geht unter das Deck. Wenn Muxos angreift, kriegt er +1/+1 für jeden anderen Goblin, der mit ihm angreift. Das heißt, wir spielen, wie gesagt, Turn 1 Mountain, Scourge Prospector, Turn 2 Cavern of Souls, Mind Goblin, haben das Glück gehabt am Anfang des Spiels und von den 3 Stickern ist der 6er Sticker bei und dann zocken wir Muxos und ballern die alle weg. Karten, die wir aufdecken können, zum Beispiel Goblin Ringleader. 4 Mana, 2-2 Eile. Wenn er ins Spielfeld kommt, dann gucken wir uns die obersten 4 Karten an des Decks und nehmen alle Goblins auf die Hand. Das heißt, wir haben nicht nur 6 Karten und tief geguckt für mögliche 6 Goblins, sondern gucken hier auch nochmal 4 tief für Goblins auf der Hand. Wie gesagt, Muxos und so voll gut. Dann eine der wichtigsten Karten, die wir dann ziehen könnten, ist der Goblin Warchief. Den spielen wir 2-mal. 3 Mana 2-2. Goblin Spells kosten 1 Mana weniger und Goblins haben Eile. Das heißt, der Muxus könnte mit den beiden reinkommen, also Ringleader, Warchief und keine Ahnung, noch Scourge Prospector und dann direkt angreifen, was eine Menge Damage macht. Auch eine Menge Damage macht der Broadside Bombardier. 3 Mana 2-2. Menace Eile. Menace heißt, er muss von 2 oder mehr Kreaturen geblockt werden. Wenn er angreift, können wir ein anderes Artefakt oder eine Kreatur opfern und fügen irgendeinem Ziel Schadenspunkte in Höhe der Mana-Kosten von 2 plus Mana-Kosten zu. Heißt, wenn wir den noch mit bei haben bei Muxus und können dann mit Muxus und ihm angreifen, macht Muxus arsch viel Damage und nach dem Combat werfen wir den Muxus noch für 8 Damage entgegen. Oder, was wir auch machen können, wir können angreifen, dann zählt die Karte schon als Angreifen und es gibt schon Boast. Und dann werfen wir so einen Scourge Prospector auf irgendwie so einen Delve of Secrets, damit er nicht blocken kann. Auch das mega gut. Bombardier ist eine geile Karte. Karten, die wir haben, der auch weitermachen können, ist Goblin Matrone. Goblin Matrone sagt, wenn sie ins Spiel kommt, suchen wir uns einen anderen Goblin raus. Die meisten Targets, die ich bisher hatte, waren Muxus, Namesticker Goblin und Broadside. Das waren die meisten Targets. Man kann aber auch andere Sachen raussuchen. Zum Beispiel den guten Battlecry Goblin. Battlecry Goblin ist ein Goblin Uncommon, die es in dieses Deck reingeschafft hat. Generell sind hier halt Battlecry Goblin Uncommon, Matrone Uncommon, Namesticker Goblin Common, Scourge Prospector Common, Rädelsführer Uncommon, Warchief Uncommon. Gar nicht so viele Rares drin. Dafür tut die Mana-Basis halt echt weh. Aber es sind gar nicht mal so viele Rares drin. Und der Battlecry Goblin ist ein 4-Mana 2-2 Goblin. Der sagt immer, wenn wir mit 6 oder mehr Stärke angreifen, kriegen wir einen 1-1 Goblin. Was sehr, sehr nice ist, weil das passiert sehr, sehr häufig. Und für 2-Mana können alle Goblins +1/+0 und Eile bekommen bis zum Ende des Zuges. Auch das passiert regelmäßig mal, dass man irgendwie mit einem höheren Mana-Anteil Turn 2 irgendwie diesen Goblin spielt, 6 Mana bekommt, 2 Battlecry oder 5 Mana bekommt und den Battlecry Goblin und so einen Scourge Prospector spielt und dann den Eile gibt und zuhaut. Und noch einen 1-1er bekommt. Das ist wirklich, wirklich nice. Und weil wir ja zuhauen und eine Menge Goblins haben, noch den Rebel Master. 3 Mana 2-2. Wenn der angreift, kriegt er +1/+0 für jeden anderen Goblin, der angreift. Das könnte eine Menge sein. Dann ist es so, zu Beginn des Combats kriegen wir einen 1-1 Goblin Token mit Eile. Das heißt, wir haben mehr Goblin Tokens und mehr Goblins. Und andere Goblins müssen angreifen. Wir versuchen sowieso immer, mit allem immer reinzuschwingen. Dementsprechend ist das vollkommen irrelevant, dass alle Goblins angreifen müssen. Vollkommen irrelevant. Hauptsache, wir machen Bang. Und dann gucken wir uns mal Sideboard an. Im Sideboard starten wir mit der Graveyard Hate Karte Nummer 1 für Stompy Decks. Leyline of the Void. Mit Leyline of the Void können wir eben dem Gegner seinen Friedhof direkt versauen. Super stark gegen Murktide, gegen Dragon Rage Channeler ganz okay. Natürlich Reanimator und ähnliches. Wirklich eine gute Karte dementsprechend. Sehr wichtig, die zu haben. Dann 2 Blood Moon. Ihr wisst ja, wir spielen Monorot. Und aktuell laufen so viele 4-Color, 5-Color, 3-Color Decks ohne Basics rum. Und die wollen wir punishen. Die wollen wir hart punishen. Dafür 2 Blood Moons. Gute Karte.
Ein Goblin Trashmaster, damit können wir Goblins opfern, um Artefakte zu zerstören. Gerade mit einem Rebel Master oder so ziemlich gut gegen 8-Cast, kann ich aus Erfahrung sagen. Dementsprechend sehr gut. Und da gibt Goblins noch +1/+1. Auch gegen Artefakte ein Null Rod, 2 Mana Artefakt und aktivierte Fähigkeiten von Artefakten können nicht mehr aktiviert werden. Dementsprechend auch hier gegen aktive Länder und so ein Kram. Richtig, richtig gut. Ich habe es angekündigt, 2 Chalice of the Void. Manche Leute spielen 4 Mainboard, dann haben die diese Sideboard-Slots hier frei. Ich persönlich finde 2 im Sideboard ganz nett. Das habe ich von Mehrfolg so ein bisschen übernommen. Und da funktioniert es auch ganz gut. Dementsprechend, da bin ich gut. Jetzt haben wir noch einen Pyroblast, der ein rotes permanent, blaues permanentes zerstört oder ein blaues Spellcount hat. Und dann bin ich ein bisschen abgewichen. Es gibt die Möglichkeit, 3 bis 4 Pyrokinesis zu spielen. Pyrokinesis ist praktisch Fury in Instant Speed für mehr Boom. Und die habe ich aber nicht. Das macht das Matchup gegen Texas oder so richtig schwierig, meiner Meinung nach. Und auch gegen andere Creature-Based-Decks. Aber die laufen bei uns zum Teil nicht rum. Dementsprechend habe ich einen 2. Pyroblast reingenommen in den Slot. Ein Powder Keg, der sagt, zu Beginn des Versorgungsmoments kann da eine Marke drauf kommen, wenn ich möchte. Und das Ding kann tappen, opfern, zerstöre alle und Artefakte mit der Anzahl an Fuse-Countern da drauf. Meistens ist das 0 für Tokens oder 1 oder 2 für irgendwie so Death Shadows oder irgend so Müll, der im Weg steht. Unsere Mana-Kurve fängt ja, wir haben eine Ein-Mana-Zauber drin, also eine Ein-Mana-Kreatur und eine 2-Mana-Kreatur. Deswegen fangen wir höher an. Dementsprechend ist das gar nicht mal so verkehrt, das zu spielen. Und dann habe ich noch 2 Mindbreak Traps reingemacht. Weil Combo. Combo ist immer noch schwierig. Doomsday ist ein Deck, was bei uns rumläuft. Und es muss schlagbar bleiben. Dementsprechend habe ich 2 Mindbreak Traps reingetan. Wie gesagt, eine Kombination aus diesen 3, aus diesen 4 Karten, irgendeine Karte rausnehmen und dann gegen 3 Pyrokinesis austauschen, wenn ihr in einer Meta spielt, die sehr Midrange-lastig ist und sehr, sehr viele Kreaturen spielt. Also wirklich eine Menge Kreaturen, kann man das machen. Aber jetzt sind wir schon mitten im Deck-Talk drin, dementsprechend gehen wir mal in den Deck-Talk. Das sind die 4 Main-Goblins des Decks. Mega. Battlecry-Goblin macht so einen Powerschub. Heilige. Das hätte ich nie gedacht. Aber es ist super stark, da einfach mal +1/+0 zu geben zu können oder auch mehrfach. Oder viel besser, einfach mal diese 1-1 Goblins dabei zu bekommen, die, wenn man sie richtig rumstackt, den Rebel Master nochmal irgendwie powert und auch den Muxus nochmal powert. So gut, wirklich so gut. Muxus natürlich ein absolutes Powerhouse, kostet mittlerweile fast nichts mehr, war mal echt teuer, irgendwie 30-40 €, kostet aktuell 5. Geile Karte. Richtig geile Karte. Macht mega Bock zu zocken. Du legst sie rein, du kriegst 3-4 Goblins, du bist happy und kannst weitermachen. Besonders, wenn du dann zum Beispiel einen Mind Goblin findest und dann mit diesem Blank Goblin halt, also ihr merkt, ich gebe ihm einen anderen Namen, mehr Mana hast und noch einen Ringleader und mehr Goblins hast, dann wieder mehr reinspielst und blablabla. So gut. Das Deck macht so viel Spaß. Das glaubt ihr mir nicht. Muxus cool, Battlecry Goblin cool, Mind Goblin sind halt leider Sticker. Ich wünschte, er wäre, wie er auf Magic Online ist. Auf Magic Online wird ein W20 gewürfelt. Und dann gibt es Prozentchancen zwischen 4, 5 und 6 Mana. Da ist es so viel besser als dieses komische, ich muss mir hier so ein Sticker-Deck mitnehmen, weil Sticker voll toll sind. Nicht. Absolut nicht. So. Und dann kommen wir zum coolsten Typen auf dieser Welt. Broadside Bombardiers. 3 Mana 2/2 Goblin. Ist schon mal gut mit Island Menace. Und dieses Opfern und Schaden schießen, so ein Muxus für 8 zu schießen oder mal so ein, hier so ein Goblin, nachdem er Mana gemacht hat. Sagen wir, er macht nur 3 Mana, wir spielen ihn greifen an, machen wir 7 Damage. Das mag für die Commander-Spiele jetzt nicht so viel klingen. Für jeden, der Modern Legacy oder Pioneer oder Standard spielt, weiß 7 ist verdammt viel Damage. Und das kann ich halt turn 1. Wenn ich ihn dann schon opfer. Das ist der Hammer. Und selbst diese Token kann man opfern. Diese Token-Kreaturen. Da macht man halt nur 2 Damage. Aber Schocks gratis zu bekommen, mega. Einfach mega. Deck macht mega Spaß. Probiert's aus. Proxt's euch. Kauft's euch. Spielt's gegen andere. Kommt bei uns auf den Discord und spielt die Liga und macht und tut. Es ist der Hammer. Ich liebe das Deck. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, Daumen nach oben für das Video. Abonnieren, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksade. Ciao, ciao.